Und dann haben sie aber auch mal Freunde. Ja, es ist schon etwas spät, ich glaube, die Beilen, habe ich gehört. Ich bin hier in der Ausgangshalle von der Welsenreitschule in Salzburg, Salzburger Festspiele. Heute Abend die zweite große Premiere der Spieler von Sergei Prokofjew nach dem Roman von Fjodor Dostojewski. Ein tolles Stück, inszeniert von Peter Sellers. Er hat das hier sehr großartig gemacht, hier in der Welsenreitschule. Die ganze Bühne ausgespielt unter dem Dirigat von Timur Zangiev. Führte Sellers Regie mit einem Bühnenbild von Joseph Zippin, der ja auch diesen großartigen ossetischen Ring in St. Petersburg gemacht hat. Kamil Asaf Kostüme und Ingalls, James Ingalls, das Licht, ganz großartiges Licht. Man sieht in der riesigen Felsenreitschule diese Roulette-Kübel herunterkommen und heraufkommen, immer wieder dieses Roulette-Fanatismus dokumentierend. Sehr viele Menschen auf der Bühne, aber auch eine ganz großartige Sängerschar. Asmik Grigorian, die ja hier jedes Jahr eine Hauptrolle spielt, war die Polina, dass sie sehr intensiv gegeben hat, die Rolle. Und letzten Endes hat sie damit dokumentiert, wie am Ende letzten Endes doch alles zerbricht, am Geld und die Liebe auch scheitert. Das kam sehr gut heraus. Der General Areva Peixin Chen, ich glaube ein Chinese, und ein ganz hervorragender Alexei, der eigentliche Spieler, Alexei Ivanovich Champanica. Er hat das mit einem sehr gestaltungsfreudigen Tenor äußerst intensiv als Sängerdarsteller, ich würde sagen Sängergestalter, hier gebracht. Hat einen riesen Applaus gekriegt, wie auch die Gregorian und alle anderen Protagonisten. Das war erste Klasse. Und dann Violetta Omana, sie kam herein, also die Babulenka, eigentlich wie Claire Zachanassian. In dem Besuch der alten Dame hat sie ja ihren Auftritt gehabt, ihr Rollstuhl und alles durcheinander gemischt. Toll bei Stimme, sah aus wie Nancy Faeser. Assoziationen sind frei verfügbar. Roulette ist im Spiel. Also gut, das war ein starker Auftritt. Auch sie, sehr viel Applaus. Wiener Philharmoniker natürlich großartig, der Chor auch. In der Chorleitung von Pavel Markovic. Sellers hat in diesem zweistündigen Stück dokumentiert, dass über das Roulette-Spiel, auch wenn Erfolg erzielt werden kann, 200.000 Euro oder Dollar werden gewonnen, die Spieltische brechen, die Bank platzt und bricht, dass dann letzten Endes doch am Ende nur Trauer und Unglück zurückbleibt. Das war hier doch wiederum ganz starkes Musiktheater, ähnlich wie der Idiot, aber kompakter als dieser. Dieses Stück würde meines Erachtens auf ein Repertoire-Theater gehen. Der Idiot, ich war gestern zum zweiten Mal drin, hat doch sehr starke Längen im ersten Teil. Da könnte man ohne weiteres eine ganze Stunde kürzen, dann würde auch der diskutabel werden für Repertoire. Aber das hier heute Abend war sehr spannend. Große Musiktheater, ein großer weiterer Höhepunkt in den Salzburger Festspielen 2024. Ich muss mich beeilen. So viel für heute Abend, ihr Klaus Bilant.